So, hallo, wir machen weiter bei Deltarune. Wir sind in Queen's Mansion, haben letztes Mal Spamton Neo erledigt und jetzt geht's eigentlich straight to Queen. Und es dürfte jetzt auch nicht allzu lange dauern, weil wir ja nicht mal jetzt irgendwas, also alles, was an Text kommt, skippe ich ja durch, weil wir kennen's ja. Also, ich denke, wir sind auf einem guten Weg. So, hier muss man ausweichen. Das habe ich mittlerweile auch gelernt. Es ist schon frech, wenn man die ersten Male nicht ausweichen muss, sondern die Dinger einsammeln muss. Und jetzt muss man ausweichen. Da weiß man das ja erstmal nicht. So, wir quatschen kurz wieder alle durch. Das bringt zwar wahrscheinlich eh nichts, aber ja, ne? So. Da, 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 da. Das ist so einfach. Aber soll wahrscheinlich auch nicht schwer sein. Da, 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 da. Jetzt das Mausrad. Na, Mausrad. Here we go. Catch X. Oh, das war wenig. Ja, das war schlecht. Das war schlecht, das wäre besser, das geht besser, das geht deutlich besser. Das war wieder nicht so gut, aber egal. Yo! Schild! Holy shit. Nein! Oh Gott, das war noch schlechter. Mein Gott, ich kann das ja gar nicht. Oh mein Gott. Well, sie kriegt hier richtig auf die Mütze. So, aber jetzt war's das. Egal, wie schlecht oder gut ich jetzt bin. Oh, der war jetzt mal gut zum Schluss. Natürlich. Jawohl. Abflug. So. War da eigentlich dem sein gelbes Ding? Ach, East Dining, ja, genau, ist jetzt offen. Wissen wir, wissen wir, wissen wir. Wozu man das aufmacht, weiß ich auch nicht. Also wirklich nicht. Ob da irgendwie. Also ist da irgendwas in der Mitte, dass man da hin will? Ich will da auch gar nicht hin. Nee. Nevermind. So, wo ist der Hund? Da unten war der immer, ne? Ist der immer da unten oder ist der irgendwo random? Ah, der ist irgendwo random. Oder muss man erst ein paar Mal falsch liegen, bis der auftaucht? Ah, vielleicht muss man erst ein paar Mal falsch liegen, bis der auftaucht. Ja, bisher bewegt sich nichts. Ah, vielleicht muss man erst. Ach, okay. Also beim zweiten Mal geht er dann, taucht er dann auf. Ah.
Und er macht ihn kaputt. No. Busch. So, was ich noch nie verstanden habe, war jetzt dieses Ding hier, ne? Also, ich weiß nicht, ob das einfach ein Gag ist. Ah ja, ich drücke hier alles scheiße. So. Without the throne of the gods. Ich weiß, keine Ahnung. Es kommt mir wie ein Gag vor, um ehrlich zu sein. Kann ich hier eigentlich irgendwas tun? Scheint nicht so. Ja, ich muss eh gegen euch kämpfen. Ich muss euch noch rekrutieren, Freunde. So. Oh, das ist gut. Die sind alle schon rot. Dann belassen wir das doch einfach dabei und machen ihn hier einfach die ganze Zeit wärmer. Es nämlich gleich. So. Jetzt kriegt er noch ein Warmify und dann kann Welsi sie schon direkt sperren. Nein, ich habe den gleichen gesperrt. Oh, okay. Sie nimmt dann automatisch einen anderen. Sehr gut. Das ist kluge Programmierung. Automatisch einen anderen nehmen. Easy. So, damit sind die vollständig rekrutiert. We can do it. Glowshard. Was macht Glowshard eigentlich nochmal, wenn es ein Item ist? Ah, its value increases each chapter, also behalten. Behalten, ganz wichtig, behalten. Das heißt, ich packe das in mein Storage dann gleich rein. Zack. Daddy. Daddy, Daddy. Ah, der Knight. Aber man sieht leider nichts, ne, vom Knight hier. Ja, natürlich. Klug, wenn man den mal gefilmt hätte, den Knight. Ja, so much smoke. Na gut. Moin. Shit. Okay, ich habe das Richtige gedrückt. Uff. Ich wollte nicht, dass er denkt, er ist ein... Oh mein Gott. Ey, das hätte mich jetzt geärgert. Das hätte mich jetzt geärgert. Okay. Sheesh. So, Glowshard. Runter da. Gut, passt alles sonst. Ah, das hätte mich jetzt geärgert, wenn ich das Falsche zu Welsi gesagt hätte. Alles gut. Ja, okay, da ist auch nichts Neues. Kennen wir alles. Jetzt kommt die Bootstour. Nein, geht. Ah, jetzt habe ich das andere wieder nicht rot gemacht. Wollte mal alle blau machen. Ja, alle blau machen. Ja, egal. Wird schon nicht wichtig sein. Hauptsache, ich krieg die Banane. Aber das andere ist auch einfach nicht... Ich weiß nicht, warum das nicht rot geworden ist.
Go faster. Burp. Dead end. So, Dalle. Wir gehen zwar kurz darüber, aber ich meine, das war nur für Spaß. Das hatte irgendwie nicht wirklich eine Bedeutung. Da unten schwimmt zwar einer rum, aber der hat halt auch nichts. Also das schien irgendwie nur für einen Gag zu sein. Eben für den Gag, dass da jetzt diese Vase gleich landet. Ja, Little House Cleaning, aber ich kann nichts anderes hier machen. Ja. Was soll man tun, ne? Also irgendwie war das halt einfach nur ein Gag. Hier ist nichts. Nichts, was man irgendwie tun könnte. Weiß nicht, ob hier noch irgendwas Verstecktes ist oder so, aber ich... Mir scheint, es ist ein Gag. Das ist mein Eindruck. Weiß es nicht. Vielleicht, wie komme ich jetzt zurück? Oh ne, okay. Ach so, ich muss den da machen. Moin. Die können wir eigentlich direkt pacifieren, ne? Nicht hier, doch, ja, genau. So nämlich. So. Ah, da ist eine Kiste, deswegen. Revive Dust. Nice. Gib mir dies. So, jetzt kommen wir hier hoch. Perfekt. Ach, jetzt kam die Mäuse-Geschichte. Jetzt versuchen wir mal, die brauchen sich eigentlich die Kisten gar nicht holen, die Mäuse, ne? Weil das kriege ich ja eh nicht, das Zeug, was da drin ist. Dann können wir die auch einfach direkt durchlaufen lassen. So. Und jetzt dann so. Ups. Das war der falsche. High five! Putsch! So, und runter. So, jetzt muss ich auf den Text aufpassen. Jetzt kommen nämlich so ein paar Entscheidungsgeschichten. Die ich nicht versauen möchte. Genau, I feel the same. It's nice that Welsy is Welsy. Genau, das will ich sagen. Arscht. Ach, jetzt kommt ja erst... Ja, Rules Card. Jetzt kommt ja erst Rules Card. Leider hören wir nur ganz kurz die Musik. Und da ist unsere Waffe. Unsere Waffe. Nice. So muss das. Di 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 di.
Nein, Ralsei baut Ralsei baut TP auf. Und wir schauen, dass wir ganz schnell da runterkommen und ihn direkt einbauen. Und hier schön TP mitnehmen, dass wir schön viele Häuser bauen können. Sehr gut. Optimalo. Zack. Moment, habe ich ihn jetzt schon eingebaut? Ne, eins kann er noch setzen. Eins kann er da noch reinsetzen. Ja, okay, okay. Gott, wir haben wieder 32. Wir können wieder 4 setzen und damit haben wir es. Hier, hier, hier und hier. Ciao, Rules. And that's it. Alles explodiert. So, jetzt kommt das Foto. Da will ich wieder die Umarmung haben. Da, ba, da, ba, da. Ach, well, sie. So. Oh, es ist so schön. Es ist so schön. So, ich frage mich, was Susi gerade macht. Das war so eine schöne Stelle. Ich meine, ich spule es jetzt auch wieder vor, ne? Ist klar, aber es war so eine schöne Stelle. Oh, ich kann ihn gedrückt halten, die Taste, dann geht's noch schneller. Ach so, ich habe immer Dauer gemasht. Ja, lol. Ich muss die Taste einfach gedrückt halten, das wusste ich nicht. Ups. Lol, das geht ja noch viel schneller. Das. Oh. Das hätte ich ja schon die ganze Zeit machen können. So, das war der romantische Riesenradbesuch. Jo, das geht ja noch viel schneller. Oh, das wusste ich nicht. Ich habe die Taste die ganze Zeit gedrückt. Und ich kann sie einfach gedrückt halten. Lol. Oh mein Gott, da wären ja noch mehr schneller. Ja, okay. Da wären ja manche Dialoge noch schneller gegangen. Noel kann es nicht glauben. Oh Mann, das ist ja... Oh, ich hätte es noch schneller haben können. Guckt euch das an, wie schnell die Dialoge hier durchrattern. So. Na dann, auf zu Queen. Ach ja, jetzt kommt das Wire. Da war ja was. Be sweet as action. Das war ordentlich TP. Be sweet as action. Yo, die TP sind einfach voll. Chillig.
Be sweet. As action. Ultimate Heal hat halt noch nie. Also, wir können es mal einsetzen, aber es hat halt noch nie wirklich viel gebracht, ne? Aber es war jetzt besser als, sonst war es immer nur ein HP oder so. Jetzt hat es zumindest mal 3 gemacht. Ist ja schon mal was. So, be sweet und fertig. Und speichern. Also speichern plus heilen ist es ja. Ist ja beides. So. Da war das. Die Statue nehmen wir mit. Das Ding nehmen wir auch mit. Nein, das Ding nehmen wir auch mit. Das quatsch mal kurz alles an. Jo, soll ich... ups. Soll ich den Text noch schneller durchlaufen lassen können? Ah. Hätte ich das mal gewusst. Okay, also einfach C gedrückt halten. Alles klar. Das macht's ja echt noch angenehmer. So, nächster Halt, Queen. Da habe ich auch was gelernt. Aua. Da habe ich auch was gelernt. Und zwar, dass man ihr Schild angreifen kann. Ach mein Gott, ich lasse mich direkt treffen. Wie ein ganz großer Held. So, wenn sie dann nämlich ihren Schild anfängt, dann kann man den scheinbar angreifen und es scheint dann schneller zu gehen. Ah, geht schon los. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich so funktioniert. So, also, normalerweise muss ich ja so einen Group Toast machen dafür, dass 4 so Dinger weggehen. Jetzt greifen wir den Schild mal an. Ja, okay. Ob es jetzt besser macht, weiß ich auch nicht. Ah, verflucht! Also, ich meine, jetzt habe ich dreimal... da war der Group Toast effektiver, oder? Machen wir was anderes. Defend. Wir probieren mal den Rootbuster aus. Und du machst mal Defend, um wieder TP aufzubauen. Yo! Alles klar. Rootbuster ist es. Sehr gut. Scheiße. Okay. Dann wissen wir jetzt, wie das Schild loszuwerden ist. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das macht es so viel leichter. Ah, verflucht. Okay. Oh, Dual Heal wäre eigentlich... Na, brauchen wir es schon? Ich glaube, Dual Heal würde ich machen, wenn... Ach so, nee, beides 50%. Wir machen erstmal eine Fußbußen. Okay, jetzt geht's weiter hiermit. Vielleicht schaffe ich es jetzt so weit aufzubauen, dass wir 100% TP haben. Ja, moin. Doch, was ich vorhabe, geht. Oder? Nee, geht nicht. Ich brauche 15. Da ist nämlich auch noch... Oh, Wetbuster! Vielleicht ist es nochmal stärker. Vielleicht ist es deswegen bei Chris hier in der Auswahl.
Ja, let's go. Your soul shined its power on Susie. Yo! Okay, das ist nice. Schön TP aufbauen. So nicht. Ah, weil sie ist down. Dann machen wir den hier und den hier. Schön TP. Nein, ich war zu nah, da war ich zu gierig. Da war ich jetzt ein bisschen zu gierig nach den TP. Muss ich leider gestehen. Dann machen wir jetzt hier einen Defend. Und hier einfach einen normalen Rootbuster. Der sollte ja die 4 wegmachen, ne? Der sollte die 4 wegmachen können. Nein! Ah, da habe ich mich verpeilt. Oh, nee, hat gepasst. Lol, ich dachte, der geht nicht. Hä? War noch 2 übrig. Aber ist okay. Wollen wir recht sein? Dann können wir nämlich beim nächsten Mal vielleicht. Ja, eine Runde noch, dann ist Welsi von selbst wieder auf den Beinen. Und dann können wir Dual Heal machen. Das ist aktuell mein Ziel. Und bis dahin. Losen wir einfach einzeln. Ah, das passt doch. Das passt doch ganz gut. Sehr schön. Nice. So, jetzt ist Welsi nämlich wieder ab und können einmal Dual Heal machen und sie kann einmal normal losen. Sehr schön. Perfekt. Dann kommen wir hier nämlich auch ohne Item durch. Wenn wir jetzt auf 50% kämen, könnte ich den... Ah ne, ich brauche 60% für den Red Buster. Ah, das hat nicht gereicht. Dann defenden wir erstmal eine Runde durch, dann haben wir alles voll. Ah! Nice. So, und jetzt können wir einmal den Red Buster hier wieder reinsetzen. Ja, und Welsi macht einen normalen Toast. Warum nicht? Zack. Nice. Das sollte laufen. Das ist voll gut mit dem Schild angreifen. Das macht es so viel entspannter. Das macht es so viel Spaß. Weil jetzt brauchen wir nur noch einen normalen Dings. Wobei, eigentlich können wir jetzt einen Group Toast machen. Ne? Warum nicht? Können wir normal angreifen. Let's go. Zack, da ist er weg. Easy. Jetzt kommt ihre Fail-Attacke. And that's it. Einmal Group losen. Und das war's dann auch schon. Ah, verflucht. Na, nett jetzt noch hier ordentlich Schaden kassieren. Ciao. Easy. Aber haben wir doch schon noch mal einige Parts gebraucht, ne? Ich hätte gedacht, das geht schneller, muss ich gestehen. Ich hätte gedacht, es geht schneller, aber die Kämpfe dauern halt noch eine Weile. Also ich kann zwar alles vorspulen, aber die Kämpfe dauern halt. Die bleiben halt in ihrer Zeit, die man braucht. So. Okay. Fehlt uns noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles nachgeholt. Wir sind erst bei einer halben Stunde, ja, aber let's go, weiter geht's.
Wollte gerade so tun, als ob ich den Part beende, aber ja, wenn wir jetzt bei einer halben Stunde sind, dann weiter im Programm. Dann schließen wir es ja doch in dem Part noch ab. Das ist schon. Ja. Wenn man es so sieht, na, man weiß dann schon Bescheid. Man weiß dann schon Bescheid. Autschi, Mama. So, der große Roboterkampf. Der war auch super cool. Der ist jetzt auch am Start. War der das letzte Mal auch am Start? Nee, oder? Dann hat man den ja noch nicht. Starwalker. Der ist halt einfach dabei, ey. Das Ding, ey. Das ist großartig. Nee, das Ding sieht gleich aus. Okay, alles gut. Dachte, vielleicht hat er jetzt noch eine andere Form oder so bekommen. Oh, doch, er sieht anders aus. LOL. Aber weil mein, wegen meinem Ding, also wegen meiner Maschine sieht er anders aus vor allem. Das ist ja sick. Ach nee, nix Act. Angreifen müssen wir ja. Nice. Ups. Da, ich weiß, wie du funktionierst. Diesmal machst du mir nichts vor. Bringt schon ein Act was? Selfix? Nee, 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 Quatsch. Zurück, zurück. Zurück. Einfach angreifen. Bam. Ach, shit. Hat sie mich tatsächlich erwischt. Bringt jetzt schon ein Act was? Turbo Dodge? Laser Mode, Fast Attacks. Bam! Und tschüss, ab in die zweite Phase mit dir. Ich würde die TP, glaube ich, fürs Heilen aufbewahren. Sollte ich tatsächlich. Das brauchen. Sollte ich das tatsächlich brauchen. Ach, shit. Ach! Ach, god dang it! Ja, da geht schon los. Nice. Ach ja, das gibt's ja auch noch. Aua. Aua. Hab's vergessen. Ah, das war schlecht. Ah, Mann, ich mache das immer in die falsche Richtung. Es ist unfassbar. Dass ich das nicht lerne. Dass ich das einfach nicht lerne. Ah. Alter, ey, bitte.
kriegt mich viel zu oft. So, dritte Phase. Yo. Nein. Nein. Wenn sie mich einmal kriegt, dann kriegt sie mich immer wieder. Das ist immer der gleiche Mist. Jo, was ist das denn? Sheesh, das kannte ich noch gar nicht, glaube ich. Okay. Wird mal wieder Zeit für eine Heilung. Ich glaube, mehr als 50% wird es dann scheinbar nicht teuer. Das ist schon mal gut. Nice. Ja, jetzt läuft's. Ja, jetzt kommt ihre Special Attack, ne? Müsste jetzt kommen. Jo. Oh mein Gott! Das war so schlecht, was ich gemacht habe, aber ich hatte zum Glück genug Energie. Abflug. Push. Nice, wir haben's. Deltarune 2 ist zum zweiten Mal durch. Allerdings natürlich noch, ne, der ganze Teil dahinter fehlt jetzt natürlich noch. Aber das war ja alles meistens des Textes, das kriege ich eigentlich recht schnell nachgeholt. Und jetzt müsste ja ein bisschen mehr in der Stadt passiert sein, nachdem wir ja die Pfeil vom ersten Mal nutzen. Also jetzt dürfte dann der spannende Teil kommen. Weavels ihn immer wieder stoppt. Nein, weißt du nicht, was du da tust? So gut. Und jetzt kommt wieder die Story. Mit den Titanen. Das kann ich nicht... Okay, das kann ich nicht skippen. Alles klar. Dann ziehen wir uns das nochmal rein. Ich bin so gespannt, wohin Tobi die Geschichte laufen lässt. Das kann eigentlich nur gut werden. Also Chapter 2 hat wirklich nochmal richtig, richtig Gas gegeben.
So. Vielleicht gibt es wieder die tolle Fanfare. Das ist so gut gemacht, Mann. And we're back. Und sie guckt wieder nach dem Schwanz. Es ist so gut. Es ist so gut. Mein Gott, ey. Es ist wirklich ein großartiges Spiel. Also allein schon bis hierhin. Allein schon bis hierhin ist es ein großartiges Spiel. Nein, wait, was habe ich jetzt eigentlich hier drin? X, Cards und das Glas immer noch, okay. Also ich muss mal gucken, ob ich das Egg wieder irgendwo loswerde dann. Nein, jetzt lass mich doch in Ruhe. Stopp, zurück. So. Was ich halt komisch finde, ich kann hier nicht speichern. Ich habe so viel jetzt noch zu tun. Ich meine, ich kann in der Hauptstadt noch speichern. Aber hier in der Leitners-Welt kann ich nicht speichern. So, das finde ich mal ganz komisch. Und jetzt steht er hier im Weg. Nein, die Tasten, ey. So. Ach nee, wir müssen erstmal zurück, ne? Never mind. Oh ja, wir müssen den zweiten Shadow Crystal abgeben. Na klar, ganz vergessen. Wir müssen den zweiten Shadow Crystal abgeben. Das ist ja dann nochmal was Neues tatsächlich jetzt. Da kommt nichts Neues, ne? Das dürfte alles gleich sein. Ja. Sehr gut. Oh, jetzt ist er hier. Den haben wir damals noch gar nicht mehr gesehen. Thanks a lot for the lovely city. It's nearly as good as the one I made in Minecraft. Minecraft. Okay. Yo. Der war damals nicht da. Der hat damals gefehlt. Den haben wir vergessen. Also nicht vergessen, weil wir halt den Secret Boss zu spät gemacht haben. So ein Ding ist das. Wait, was? If Noel was here, she'd probably dress it up like a Christmas tree. Why am I thinking that? Anyway. Okay. Hat das damals auch gelesen? Ich weiß es gar nicht mehr. LOL! Ist der da, weil ich den überfahren habe? Oder ist der da, weil ich den nicht überfahren habe? Der war doch damals nicht da. Alter, ich will nicht immer in dieses Menü. Kann ich gar nicht erinnern, dass der da war. Who did this to my mannequin? As your prince, I demand someone fix this. Is anybody listening? Lancer. So. Ach ja, das war das da. Bastia. Shop. Ah, I see. Dee.
Nice talk. Bye. Wir haben schon wieder 3000 Gold. Ich meine, Hallöchen. Oh, wir müssen die anderen Challenges noch machen. Das hätte ich wieder fast vergessen. Nein, Alter. Aber erstmal quatschen wir mit allen. Erstmal das ganze Gequatsche. Ding, 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 ding. Organization ist jetzt auch hier. Schon, ich weiß. So, jetzt würde mich interessieren, was ich noch fusen könnte. Ah, guck mal. Pink Ribbon und White Ribbon kann ich fusen zum Twin Ribbon. You'll have to put your hair into pigtails. Glow Wrist und Iron Shackle kann ich fusen zu Spike Band. Okay. Strange Blade, Thorn Wing und Pure Crystal. Wie auch immer man das bekommt. Ha. Okay. Di-di-di-di-di. Zeige ich noch. Ach, Chat. Okay, das war ein großer Chat. Nice. So. Hier noch. Hier noch Toki. Gott. Dann haben wir alles talkig gemacht. Schnell noch Dojo. Challenge. Task Manager Sess. Ach ja, ich weiß, was das ist. Round 2. Ups. Ja, sorry. So, Round 3. Easy. Ciao. Und die letzte Challenge. All Stars Chapter 2. Okay, die sind schon tired, also geht eigentlich direkt ein Petsify. Nein, geht eigentlich direkt ein Petsify rein. Na, God dang it. Ich soll das nicht mal sagen. Ich krieg das nicht raus. Ich sag's dir gleich, Counter. Ich krieg das nicht raus. Es tut mir leid. So. So, zack. Wiedersehen. Erstmal Block. Dann kann Susi hier drauf. Und so. Zack, der ist raus. Wir haben beide 50% bekommen. Dann können wir schon mal zweimal sperren. Und dann kann Welty noch loslegen, hier drauf zu gehen. Und das war's. So, Petting. Nee, sie macht gleich Spare, sie macht gleich Spare. Und well, sie macht dann einmal R-Action auf die zweite Task.
Dann geht Chris nämlich auf die Maus. Dann geht Susie auf die Task und Wellsy pacified die Task. Sperrt die Task. Yes! Maus ist auch down. Ach komm. Nein, ich will sperren. Dann defenden wir den Rest. So. Jetzt kommen die wieder. Okay, der rote ist schon fertig. Der andere muss noch rot werden. Der andere braucht noch eine ganze Weile, bis er rot wird. Aber ist okay. Ja, und Wellsy. Wellsy ist Wellsy. So. Okay. Warmify. Nein, den unteren! Du Trottel. Das sollte doch dann reichen zum Sperren. Na, ja doch, hat gereicht. Sehr gut, der erste geht raus. Ach, ja, alles wurscht. Alert easy. Alert easy. Ciao. Und zwei Werewires. Werewires. Okay, let's go. Be sweet. Und S-Action. Und ab dafür. Tough und R-Action. Oh, das ist stärker. Oh, das ist deutlich stärker. Ups, B-Sweet ist falsch. Das rasiere ich jetzt. Das realisiere ich jetzt erst. Das realisiere ich ja jetzt erst. Ja, upsi. Also sind wir tough. Und jetzt kann er dies erste sperren. Zack, ciao. Aua. Ach komm. Da 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 dam 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 da dam dam. Dann machen wir doch mal die ganzen Dinger durch. Vielleicht ist das am effektivsten sogar. Oh, plus. Okay, okay. Am effektivsten war es, glaube ich, nicht. Am effektivsten war, glaube ich, Be Tough und dann hier R-Action. Ja, das ist am effektivsten. Perfekt. Wow. Ciao. So. Quatschi, 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 quatschi. Na, okay. Ja, eigentlich will ich nichts mehr weiter wissen. Barscht, Abflug. Alles hier gemacht. Nein, nicht alles gemacht. Haha. Haha. Aber krass, dass der. Also gut, wir haben ja nie mehr. Ja, ja, passt schon, passt schon. Ich hab nichts gesagt. Nee, ich will nichts verkaufen. Tatsächlich, erstmal. Oh, ich will mal gucken, wie viel der. Der Javel's Tail. Oh, den kann man nicht verkaufen. Okay. Interesting. So, talk. Well, what have we here? You have managed to find another Shadow Crystal. Oh, is that so? The salesman had found a crystal in the old machine? I wonder if perhaps long ago that old machine was very important to someone. A certain Lightner, perhaps, or maybe it's just a hunch, haha. At any rate, it's truly unfortunate a Darkner decided to steal that power. Or is it fortunate because of that you found a new crystal? Here, let me hold onto that for you, hahaha. Am Ende ist er irgendwie da so ein Boss oder sowas, das wäre natürlich krass. Wenn er dann am Ende der Boss ist.
Wenn er alle Kristalle hat und dann einfach zu einem Monster wird. Oder also zu einem größeren Monster. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Also, wir haben ihn jedenfalls abgegeben. Damit haben wir hier alles Wichtige getan. Was war der Text? Okay. So. Suchen wir Queen. So, so. Gut. Konnte ich hier noch... Ach ja, ich kann die Sachen ins Zimmer stellen. Beziehungsweise ich kann sie ansehen, dass sie jetzt da sind. Wait, kann ich mit dem Moss noch was machen? Weil ich habe doch Moss gefunden in der Stadt. Nö, okay. Da kann ich Susi Moss geben? Nö, okay. Gut. Okay. Dann haben wir hier alles gemacht. Dann bleibt noch ein Part für den Stadtkram, der noch folgt. Ich denke, das ist... Ja, 57 Minuten, wenn ich jetzt die Stadt nochmal unsicher mache... Es könnte allerdings auch schnell gehen, weil den meisten Text hatten wir ja schon. Ach komm, wir machen einen großen Part. Wurscht. Nein, geh weg. Crystal haben wir abgegeben, wir haben das Egg noch. Mit dem Egg muss ich gucken, ob ich noch was machen kann in der Stadt. Aber so geht's jetzt erstmal ab. Fangen wir mal wieder hier unten, ganz unten an, bei diesem ominösen, komischen Ding. You think it's true? You really think there is what? You chicken ha. Aber das ist das Gleiche, ne? Scary in there. Huh. You okay, Chris? What's the deal with this place? Ja, wir wissen's nicht, Susi. Wir wissen's nicht. It's locked. Da brauche nichts, womit ich das aufmachen kann. Ja, wahrscheinlich mit dem Ei. You held the cards. They felt films you... Hä? Hey, hab ich nicht das Ei angeklickt? Who's the egg? Ja, wow. Super. Okay. Aber man fragt sich schon, ne? In welche Richtung das hier noch gehen könnte. Na gut. I'm not Jerry, I'm Terry. I'm super cool. Das hatten wir letztes Mal auch schon, ne? Das ist nichts Neues. Ne, das ist nichts Neues. Jetzt hatten wir hier hinten den Friedhofstypen. Oder Typin, weiß ich gerade gar nicht. Verstehe ich das jetzt besser? Did you see something from me?
As we are, I request your brother, he is a very kind young man, perhaps even a little over serious. Ach, das ist der von der Kirche, der Typ, der Priester oder halt, ne, Pfarrerdings, wie auch immer. Jetzt check ich erst, wer das ist, glaube ich. Okay, aber das ist nichts Neues, ne, das hatten wir alles schon. Da geht doch weg. Okay, na gut. Aber ich muss halt die ganzen... You heard Alvin mumbling to himself as you walked away. Were you proud of me, father? And is it right for this hammer to... Ah. Ich muss halt die ganzen Gespräche jetzt nochmal machen, dass die auch für den Save-File dann drin sind. Wenn wir irgendwann mal mit Chapter 3 anfangen. Wir werden leider nach wie vor nicht rausfinden, wer Bürgermeisterin ist. Ja, preparing for the festival. Wir machen ein ganz anderes Festival gleich zu Hause. Yikes. Ach ja. Muss ich ja hier nochmal rein. Hier sitzt jemand anders auf jeden Fall in Chapter 1. Okay, sie soll ihre Stimme mal schonen. So. Alles ist alles das Gleiche, ne? Das kennen wir schon. Trotzdem müssen wir jetzt alles abquatschen. Aber es ist der gleiche Text, egal ob man es in Chapter 1 hat oder nicht. Also das ist schon mal gut. Ja, das hat man alles schon. Aber dann bedeutet das vielleicht auch, man muss es nicht abrufen, weil es ändert sich jetzt ja nichts, ob ich das in Chapter 1 abgerufen habe oder nicht. Also das kann vielleicht sein, dass man es verpassen darf. Man muss nur wissen, dass es das halt gibt, damit man versteht, was los ist. Wenn das irgendwie fortgesetzt wird. Ach, jetzt kommt... Oh nee, jetzt kommt ja der Quatsch erst. Jetzt kommt ja der Quatsch erst, ich erinnere mich. Das geht aber auch ganz schnell durch. Das hat sie ja schon letztes Mal über die, sie hat ja schon letztes Mal die Dark World nicht geglaubt. Jetzt ergibt das erst Sinn. Das ist dann sozusagen so ein Running Gag. Also der Running Gag läuft gerade raus. Habe ich jetzt das Ding bekommen für Alphys? Ja. Okay, ich sehe ja. Come on, Susie. We've got stuff to do, aber nicht mehr hier. Ah, jetzt gibt es dieses ganze Quatsche hier. Das ist alles nichts Neues, ne? Das kann man jetzt einfach hier ganz schnell durch. Das ist die like Tussi, ne? Entschuldigung. Für das Tussi. Das haben wir alle schon gelesen. Alter! Das haben wir alle schon gelesen. Also, ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwas überskippe, was ich nicht gelesen habe, aber ich meine, ich hatte alles durch. Das ist der Punkt. So, ist bei Sans jetzt irgendwas neu? Weil er hat ja, okay, er hat ja in Chapter 1 gesagt, komm her und so weiter. Und jetzt sagt er, okay, das heißt, das bleibt auch gleich.
Around when your brother comes home. Der ist doch schon wieder so mysteriös, der Typ, ne? Ah ja, das ist der Text. Kennen wir auch. So, jetzt kommt wieder Toriel rein. Aber ist jetzt auch nichts anders, weil wir ihr die Blumen vorher gegeben haben. In Chapter 1, ne? Ja, das ist nichts Neues. Okay, er geht wieder. Ja, sie ist ein bisschen... Sie weiß nicht recht... Wait, what? Ich hab's gefunden, oder? Ja, ich hab's gefunden. Ich hab das Ei hier reingelegt. Okay. Okay. Also, jedes Gas-Tag, was wir finden, wird dann nachher in der Stadt irgendwo hingelegt. Alter. Das muss man erstmal verstehen. Okay, hier gibt's nichts mehr zu sagen. So, hier wäre Papyrus, aber... kommt eben nichts raus. So, hier oben ist die andere Like-Like-Tussi. Also, Entschuldigung, aber, ne? Ich kann mit denen nicht reden. Ihre Art und Weise macht mich so... Ah! Oh, will nur, dass der Text durch ist. So... Jetzt bin ich gespannt, was da drüben ist. Weil wir haben ja in Chapter 1 dieses Gespräch hier am See gehabt. Aha! Das ist jetzt nämlich neu. Das ist das Einzige, was so richtig neu ist in der Stadt. Hey, thought I told you to come alone. You know what, hell, if I'm getting involved in this. Hey! Whisper, I missed you. You here? Haha, missed you all day. Did you miss me? Yeah, yes, of course. Oh, I was missed. My existence being acknowledged. Feels good, you here? You here closely for a second? You're my friend, right? As my friend, do you wanna hear a secret? Sometimes I hear a song at night. Just a little piece of a song, you here? It sounds like it's coming from under the water, deep. Do you think someone's auditioning for my band? Oh, I'm about to make another friend, I can feel it, you hear? Do you wanna hear another secret? I think, maybe. I've heard that song before, coming from the sea. The whole thing, it's not a new song. But I can't remember, you hear? I'm going to investigate, you hear? Come back here tomorrow, you hear? Onion is on the case. That's my name, right? See you, kiss. Okay. Also das setzt sich fort. Hey Chris, so do you do weird stuff like this every day after school? Ja. So machen wir das immer. Muss ich dann aber dran denken, wann immer Chapter 3 rauskommt, so in 3 Jahren wahrscheinlich, gefühlt.
Uff. Und bei Flavor ist das closed, ja. Kennen wir schon. Okay. Das ist alles nichts Neues. Ich glaube, jetzt kommt nichts Neues mehr. Ne, ich glaube, es kommt nichts Neues mehr. Das hatten wir alles schon. Dann machen wir es nur noch kurz zu Ende. Und dann haben wir es. Und hier ist dann der Weg zu Noels Haus. Aber wir kommen da noch nicht hin. Ah, na gut. Na gut. Chris, es wäre schön, wenn du die Reifen ganz lassen könntest. Also wirklich. Wirklich, wirklich. Ja. Hier gibt es keine Entscheidungen mehr, sondern es ist einfach nur Text. Nee, hier gibt es keine Entscheidungen mehr. Ich schätze mal, es ist auch egal, ob wir jetzt den Text mitnehmen oder nicht, aber ich nehme natürlich nochmal alles mit, was geht. Ja, dann zerstechen wir mal ein paar Reifen, würde ich sagen. Oh, sheesh. Wir sind wieder hier. Wir sind wieder zurück. Schwierig. Schwierig. Kann man da nur sagen. Jetzt wäre halt echt die Frage. Im Moment bin ich eigentlich nicht so auf Snowgrave Route, um ehrlich zu sein. Aber theoretisch gehört es noch dazu. Ja. Was tun wir? Was tun wir? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist schon mysteriös. Darf ich jetzt eigentlich nach oben gehen? Achso, nee, darf ich nicht. Weil ich selbst laufe, okay. Das heißt, der Rest ist... Ja, der Rest ist Sequenz, alles klar. Ich kann gar nicht mehr laufen. Okay, das war's. Jetzt können wir nur wieder blinden Auges in die Katastrophe gehen. Oh shit. Weil sie war, glaube ich, die richtige Antwort.
Und sie schläft. Ja, die Reifen sind zerstochen. Aber warum eigentlich? Also, dass er die Dark Fountains öffnet, okay, aber warum zersticht er denn die Reifen? Dass wir morgen nicht zur Schule kommen? Kommen wir eh nicht, wenn hier gleich die Hölle hereinbricht. Nicht gut. Ach, Chris, was tust du? Und warum? Wir wissen es nicht. Aber wir werden es irgendwann erfahren. Vor allem, er macht ja die Tür auf. Warum? Damit das alles vielleicht rausgeht oder keine Ahnung? Ja. Und das war's dann auch schon wieder. Und das muss er letzte Nacht im Computerraum gemacht haben. Und die Nacht davor im Klassenzimmer. Das wird wirklich, wirklich spannend, wie das weitergehen wird. Jupp. Kann ich das vorspulen? Nö. Okay. Keine Ahnung, wie viele Parts wir jetzt nochmal gebraucht haben, aber jetzt haben wir es zum zweiten Mal durch. Auf dem richtigen Save-File. Finde ich gut. Und das schaue ich jetzt, dass ich das behalte am PC. Meine Güte. Ich weiß jetzt ja, wo es ist. Ich weiß, wo ich das Backup herholen muss. Kriegen wir hin. Sollte ich nicht mehr verlieren können jetzt. Sollte ich nicht mehr verlieren können. Ich muss es ja nur einfach auf einen zusätzlichen USB-Stick oder sonst was stecken. Dann ist alles gut. Dann ist alles gut. To be continued in Chapter 3. Und 3 für 5 soll ja scheinbar gleichzeitig rauskommen. So gleich hintereinander sozusagen. Ich bin mal echt gespannt. Fantastisches Spiel, man kann es immer wieder sagen. Okay. Dann, moin. Da habe ich einfach das Spiel geschlossen. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen nochmal. Wie gesagt, schreibt mir gerne, wie es Snowgrave technisch bei euch aussieht. Vielleicht habt ihr das auch schon längst gemacht, ich weiß es nicht. Ich bedanke mich jetzt jedenfalls fürs Zuschauen und sage Tschüss.